Jubiläum für die regionalen Fernseh- und Radiomacher. Zum 25. Mal finden die lokalen Rundfunktage in Nürnberg statt. Trends, Innovationen und die Herausforderungen des digitalen Zeitalters bilden die diesjährigen Schwerpunkte. Wir sind stolz und wir sind dankbar, dass wir in der Stadt in Nürnberg diese 25 Jahre feiern können. Ich habe in meiner Rede ja gesagt, wir wollen da nicht zurückschauen, was alles gelaufen ist, sondern wollen nach vorne schauen. Das zeigen ja auch alle Daten. Man muss sich um die Zukunft kümmern. Man muss dafür sorgen, dass man die Menschen jeden Tag gewinnt. Und das kann man nur gewinnen, wenn man immer nach vorne geht. Nach vorne geht es auch für den Nürnberger Sender Frankenfernsehen. Sie sind die neue Nummer 1 der regionalen Sender in Bayern. Ich sage, wow, wir haben jetzt München überholt in der absoluten Reichweite, sensationell. Und wir haben einen RTL-Marktanteil, der auch sensationell ist, mit 36%. Also Gratulation an das Team, Gratulation wirklich an den Sender, ganz toll gemacht. Gratulation auch an das Format Late Nights. Sie wurden mit einem Lokalfernsehpreis in der Kategorie Unterhaltung geehrt. Die Late Nights. Late Nights, das kann man auf Fränkisch auch ein wenig sagen. Late Nights. Das ist halt mal was völlig anderes. Ich glaube, wir zeichnen mit diesem Preis nicht nur die beiden Moderatoren und das Team aus, sondern wir zeichnen auch und wirklich ausdrücklich den Sender aus, weil der sich da was traut. Ja, dass man mit einer Bong in der Fußgängerzone einen Preis gewinnt, war jetzt nicht so absehbar, aber lief. Naja, jede zweite Folge war am Anfang immer schlecht. Jetzt steigern wir uns auf jede dritte und ich denke, das war jetzt mal eine gute, hatten wir Glück. Einen ganz speziellen Sonderpreis gibt es für Achim Kasch. Er erhält den BLM-Hörfunkpreis für sein Interview mit einer Zeitzeugin des Dritten Reichs. Er bedeutet mir ideell sehr viel, denn ich bin ja eigentlich Programmleiter von AFK Max und wir sind eine Tochtergesellschaft der BLM, so gesehen. Und vor allem geht es mir hier um die Anerkennung für die ethnische Minderheit der Sinti und Roma und die Geschichte von Ludwina, die 70 Jahre lang kein Mensch hören wollte. Und auch die befreiende Wirkung, die das für die Ludwina hatte, dass er endlich einen Journalisten gefunden hat, noch kurz vor ihrem Tod, dem sie ihre ganze Geschichte anvertrauen kann. Die 25. Lokalrundfunktage sind gestartet und laden zum Austausch über Trends und Innovationen im lokalen Rundfunk. Auch im Jubiläumsjahr warten wieder zahlreiche Workshops und Podiumsdiskussionen auf die Besucher. Unter dem Motto Lokales im Netz feiert die Local Web Conference in diesem Jahr ihre Premiere. Wir gratulieren allen Preisträgern und sind gespannt auf 2 Tage rund um das Thema und die Herausforderungen für den lokalen Rundfunk.